Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Und damit hey und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es von mir einen Shopping Haul. Ich war jetzt Anfang September, ja, das ist schon wieder ein bisschen her, mit meiner Freundin in Hannover shoppen. Und ich wollte euch jetzt in diesem Video einfach mal zeigen, was ich so alles Schönes geshoppt und gefunden habe. Und das ist meine Tüte mit all den Sachen, die ich gekauft habe. Ja, das ist ziemlich viel. Deshalb dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal wieder so einen großen, gebündelten Shopping-Haul. Diese Tüte stand halt original jetzt seit Anfang September einfach so in meinem Zimmer, wo ich euch die Sachen zeigen wollte. Ich wollte dieses Video schon so lange abdrehen, aber irgendwie kam immer wieder was dazwischen. Dann hat die Schule wieder begonnen, dann war das wieder so stressig mit der Schule und dann war ich erkältet gerade 2 Wochen. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ja, jetzt komme ich endlich dazu, dieses Video zu drehen. Wir waren im Primark. Daher ist auch die Tüte. Dann habe ich auch einen Großteil von New Yorker. Ich zeige euch jetzt einfach mal und sage, let's go. Die Klamotten zeige ich euch auch im Try-on-Haul. Also ich werde die jetzt gleich anziehen und euch dann zeigen, wie sie sitzen, weil man dann irgendwie sich besser ein Bild von den Sachen machen kann, wie die Sachen eben aussehen. So, da bin ich wieder. Mein Akku ist jetzt wieder halbwegs voll, hoffe ich zumindest. Dann habe ich mir noch ein paar Tops im New Yorker gekauft. Ich zeige euch jetzt erstmal noch dieses hier. Und zwar ist das so ein T-Shirt. Im Leoparden-Style, wie gesagt, Animal Print, dies, das ist auch so wieder ein bisschen im Trend. Ich glaube, mittlerweile ist es schon wieder raus aus dem Trend, aber ich mag es voll. Und ich finde, das passt auch momentan mega zu meiner Haarfarbe. Ich weiß nicht, weil meine Haare sind halt so hell und dunkel, das passt einfach voll gut, finde ich. Und ich habe jetzt einen Top und so eine Bluse in Leoprint. Und das ist jetzt so ein T-Shirt, dabei habe ich mir auch was gedacht. Und zwar ist es halt einfach wirklich ein sehr, sehr dünnes T-Shirt aus sehr, sehr dünnem Stoff. Und es ist halt relativ anliegend. Ich habe es mir eigentlich aber relativ groß gekauft. Und zwar hat das hier so ein Stehkragen, also so ganz klein. Ich weiß gerade nicht, ja, ich habe es mir in L mitgenommen, ist glaube ich ein bisschen groß, dafür, dass es so eng anliegend sein soll. Und es hat auch 6,99 € gekostet. Es ist aus dieser Amisu-Abteilung. Ja, das habe ich mir nämlich gekauft, entweder um es einfach so zu tragen, was ich glaube ich immer ein bisschen langweilig finden würde. Aber ich habe gesehen, dass man das auch cool mit solchen Tops kombinieren kann. Also einfach so ein schwarzes Top drüber, deshalb ist es wichtig, dass das relativ anliegend ist. Oder einfach unter dieser Jacke oder, keine Ahnung, man kann das ja echt cool kombinieren. Einfach ein bisschen zum Ausprobieren, dies, das. Dann habe ich mir noch 2 Tops gekauft. Und das sind das diese typischen Tops, die jetzt wirklich eigentlich jeder hat, zumindest in weiß. Ich habe es tatsächlich auch in weiß. Hier ist es und ich mag das irgendwie mega. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist jetzt auch schon getragen. Ist halt dieses typische Wickeltop hier. Also es sieht jetzt so echt ein bisschen lame aus, aber wenn es getragen ist, sieht das echt schön aus. Ja, ist halt hier oben so vorne ein bisschen überlappt. Und wenn man das halt trägt und so, sieht das halt echt cool aus. Und da ich das in weiß ziemlich gerne mag, habe ich mir das dann auch nochmal in schwarz mitgenommen. So in schwarz mitgenommen. Und das stelle ich mir auch richtig, richtig cool vor mit diesem Leopardentop drunter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal gleich so euch zeigen kann und euch das jetzt so anziehe. Die haben 3,99 € gekostet. Also wirklich, als ich die zuallererst gesehen habe, habe ich die bei einem Mädchen auf TikTok gesehen. Dann haben sich alle in den Kommentaren darüber unterhalten, woher die sind. Meinten alle so New Yorker. Dann war ich in New York, habe das gesehen. Ich habe es erst gar nicht erkannt, weil es halt einfach so, wenn es einfach so ist, gar nicht so aussieht wie getragen. Und dann habe ich es halt mitgenommen, habe es getragen und habe es angefangen zu lieben. Und dann habe ich die, war ich jetzt nochmal im New Yorker und habe ich das hier gefunden. Und das gab es auch noch in einer zweiten Farbe. Und zwar in Rot. Das sieht jetzt in der Kamera echt, echt viel heller aus als in echt. Also es ist wirklich echt sehr, sehr dunkel. Also deutlich dunkler, als es in der Kamera aussieht. Und es ist halt auch so ein cooles. Und ich habe jetzt irgendwie ein rotes Top mir einmal gekauft. Und das fand ich, stand mir eigentlich so von der Farbe her. Und ansonsten habe ich halt wirklich nichts in Rot. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz dunkles Rot. So ein schönes Bordeaux-Rot. Und das passt eigentlich voll gut in den Herbst. Einfach mit so einer Jacke. Generell, wenn man das irgendwie so einfach so drüber trägt, ist halt auch so eine ganz bestimmte Style-Richtung. Muss man halt mögen. Mag wahrscheinlich auch nicht jeder, das werde ich euch jetzt nicht angezogen zeigen. Aber ich denke, das Leopardentop mit dem Schwarzen kann ich euch jetzt mal angezogen zeigen. Jetzt habe ich ja noch gar nicht dieses mit dem, das weiße T-Shirt angezogen gezeigt. Dann zeige ich euch das jetzt erstmal angezogen. So, das ist jetzt dieses weiße T-Shirt angezogen. Ist halt wie gesagt auch einfach oversize. Und ja, das finde ich, kann man auch echt cool kombinieren. Auch mit dieser Jeanshose würde ich echt, finde ich, sieht das echt nice aus. Und das hat meine Freundin, wie gesagt, mit mir im Partnerlook. Sie ist in schwarz, ich habe das in weiß. Das mit so einer coolen Jeanshose oder im Sommer eben mit so einer Radlerhose. Sieht halt echt nice aus, finde ich. Kann man mal machen. Nun gut, ist halt einfach so ein Basic-T-Shirt. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal die anderen Sachen angezogen. Also dieses Leopardentop hier mit dem. Kann echt cool aussehen, habe ich mir jetzt auch noch nicht anprobiert. Aber let's go. So, ich habe das jetzt angezogen. Ist jetzt echt special, also man muss es mögen, muss ich sagen.
So sieht das Ganze jetzt aus. Also wenn man das so cool stylt und mit so einer goldenen, coolen Kette trägt, kann es echt nice aussehen. Finde ich, würde es jetzt auch nicht so persönlich zur Schule tragen, aber für so ein paar coole Fotos sieht es halt schon echt nice aus. Ja, ich weiß nicht, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Man muss es, wie gesagt, mögen, es ist very special. Das Ganze, so will ich jetzt, glaube ich, nicht alleine tragen, das Oberteil. Aber so sieht es schon cool aus. Also es hat was, finde ich. Und dieses Leopardenmuster sieht halt einfach echt Bombe aus zu meinen Haaren, muss ich sagen. Ja. Und das jetzt mit diesen Ohrringen hier, Moment. Und jetzt müsst ihr euch das mal hier mit diesen Ohrringen vorstellen. Also es kann schon echt nice aussehen, wenn man das alles richtig kombiniert. Wie gesagt, ich wollte einfach ein paar Sachen ausprobieren. Und das kann man ja auch einfach so tragen. Ist einfach so ein schwarzes Basic-Top, ne? Ja, dann habe ich noch eine Sache gekauft, die zeige ich jetzt. Und zwar war die im Angebot. Also ich habe die schon wirklich bei sehr, sehr vielen gesehen. Das ist halt einfach auch so ein ganz typisches Standard-TikTok-Top. New Yorker-Top. Und das ist in Rosa. Das ist halt auch so spitze. Zeige ich jetzt nicht angezogen. Da ist wirklich... Also es ist in XS. Sehr, sehr durchsichtig. Deshalb zeige ich das jetzt mal nicht angezogen. Aber das hat halt hier oben einfach so einen Spitzenkragen. Ich bin immer um diese Tops rumgegangen, weil ich weiß nicht... Aber jetzt habe ich mir mal so eins gekauft und ich finde, die sehen echt sehr, sehr schön aus. Die haben auch viele von meinen Freunden und die sehe ich auch echt oft auf TikTok. Sind halt einfach so ganz normale, ganz Standard, Basic New Yorker Tops, das wollte ich sagen. Das war jetzt im Angebot und war runtergesetzt auf 1,99. Deshalb dachte ich mir so, komm, die müssen mal mit. Rosa ist sowieso gerade deine Farbe. Es sieht auch echt wirklich sehr, sehr cool aus. Und das war es jetzt auch alles an Klamotten, die ich mir gekauft habe. Wir waren, wie gesagt, in Hannover und in Hannover bei uns in der Ernst-August-Galerie hat jetzt, wie gesagt, dieser House of Sweets aufgemacht. Und da haben wir uns auch noch ein paar Süßigkeiten gekauft. Ich hatte ja einmal diese Kinderbons, Schokobons mit diesem Crunchy außenrum vom Kinderjoy, dieses Innere. Also die waren echt richtig geil. Die habe ich meiner Freundin so von erzählt, habe ich sie ein bisschen angefixt und dann wollte sie die auch kaufen, dann waren wir da. Und ich gab die einfach nicht mehr. Richtig sad. Aber wir haben uns noch ein paar coole andere Sachen gekauft und gesehen. Und so habe ich mir einmal die hier mitgenommen. Die Preise weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, aber ich glaube, die haben so circa 3 Euro gekostet. Und ich weiß nicht warum, aber als ich die so gesehen habe, also die Verpackung, dachte ich irgendwie so, so sehr, dass das diese Jellyfruits sind. Ich weiß nicht. Ja, es sind Fruit Crushers. Und dann habe ich die, war ich halt auch schon direkt so richtig neugierig und habe die aufgemacht. Es sind halt solche kleinen Tüten hier. Und es sind halt einfach solche Gummibärchen mit, ich weiß auch nicht, mit was die gefüllt sind. Ich weiß auch nicht mehr, ob es sauer war, weil jetzt echt länger her, dass ich die probiert habe. Aber die sind halt wirklich cool. Aber ich dachte halt irgendwie voll, dass es diese Jellyfruits sind. Ich weiß nicht, hat mir irgendwie diese Verpackung so gesagt. Das sind halt einfach solche kleinen Drops hier, die mit so saurem Zeug gefüllt sind. Ähnlich wie diese von Haribo, diese Vulkane. Kennt ihr die? Ich glaube, daran erinnert mich das so ein bisschen. Dann habe ich mir noch mal Geburtstagskuchen Cookie Dough Bites gekauft. Die haben auch so circa 3,53 Euro gekostet oder sogar nur 2,50 Euro. Nur, ja, ich fand die voll cool von der Verpackung her. Kann ich mir auch noch nichts drunter vorstellen. Ich glaube, es sind einfach solche kleinen Kügelchen und die kommen aus den USA. Ja, ich fand die einfach mega cool, hatte richtig Bock drauf und die habe ich mir mitgenommen. Und ansonsten habe ich mir mit meiner Freundin noch einmal solche Carpenson gekauft. Die gab es dort auch, die haben 1 Euro gekostet und die sahen halt einfach mega cool aus. Wir haben uns für dort noch eine gekauft, die wir auch dann direkt dort getrunken haben. Da hatte ich einmal... Beere, die hat original geschmeckt wie Fanta Beere. Sie hätte sich Orange gekauft. Das ist jetzt hier so blau. Ich glaube, das ist Tropical Punch, genau. Bin ich auch sehr gespannt. Die haben 1 Euro gekostet. Von hinten sehen die irgendwie so richtig lame aus. Bei uns auf Capri-Sonne ist ja... Ich habe sogar eine Capri-Sonne. Moment. Ja, ich habe tatsächlich eine Capri-Sonne gerade in meinem Zimmer gehabt. Bei uns ist es ja so und von hinten ist halt der Strohhalm drauf. Fanden wir mega cool. Wir hatten Durst und deshalb haben wir uns die gekauft. Die war auch gekühlt tatsächlich. Das war es jetzt soweit alles mit meinen Sachen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr am schönsten fandet, was ihr am coolsten fandet. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Top hier. Also ich finde, so sieht es eigentlich echt voll hübsch aus. Vielleicht sieht das auch cool aus, wenn man das mit so einem geraden Top hier trägt. Oder ich habe auch noch so eins von Tellyway, wo solche... Ich kann es jetzt eh nicht beschreiben, egal. Jedenfalls kann das echt cool aussehen, wenn man das cool stylt. Ja, mir gefallen die Sachen auf jeden Fall alle mega, mega gut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, zeigt mir das doch super gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniere doch super gerne meinen Kanal für mehr Videos. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao, hab euch lieb.